Wie kann man als Lokalzeitung über die Flüchtlingskrise berichten? Der Nordkurier aus Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern hat da sein eigenes Konzept. Die Redaktion setzt ganz auf die Einbindung der Leser. Und wir fragen die stellvertretende Chefredakteurin Marion Richard, wie das funktioniert. Frau Richard, Sie setzen in der Flüchtlingsberichterstattung besonders auf Lesermeinungen und Leserkommentare. Warum? Ganz einfach, weil, glaube ich, jeder in diesem Land mitgekriegt hat, dass es das Thema ganz, ganz, ganz viele Leute aufregt. Weil wir genau das gesehen haben und weil wir deswegen der Meinung waren, dass wir über die normale, gute journalistische Berichterstattung viel mehr Lesermeinungen ins Blatt holen müssen, als es ohnehin schon der Fall ist. Wie setzen Sie das um? Wie integrieren Sie die Leser in die Berichterstattung? Wir haben ein Format entwickelt, das ist eine ganze Seite, die nennt sich Leserforum. Ein Format, das sich gerade in der Flüchtlingsdebatte zu einem guten Tool für die Redaktion entwickelte, Lesermeinungen ins Blatt zu holen. Egal, ob sich diese per E-Mail, Twitter oder Facebook melden. Statt wie üblich nur eine Seite produziert die Redaktion jetzt bis zu 4 Leserforum-Seiten pro Woche. Je nachdem, wie hitzig die Debatten gerade sind. Sie laden auch Leser zu Streitgesprächen ein. Wie funktioniert das? Es folgt so diesem Prinzip, man sucht sich 2 Leser mit extrem auseinanderliegenden Meinungen, die sich natürlich immer auf der Basis des Grundgesetzes befinden, und lässt sie über Positionen streiten und moderiert das Ganze redaktionell, hält sich aber journalistisch, wie gesagt, zurück und bildet das dann nachher in der Zeitung ab. Bei Ihnen stehen auch Landtagswahlen an. Wie gehen Sie da mit dem Thema AfD um? Wir gehen mit der Partei normal um, wie mit jeder anderen Partei auch, was das kritische Hinterfragen ihres Parteiprogrammes betrifft und andere Dinge auch. Gerade bei der AfD, wenn wir natürlich genau hinterfragen, wie sattelfest sind sie dann bei anderen Themen. Sie haben das Thema Flüchtlinge für sich abonniert. Aber was sagen Sie zum Beispiel zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Arbeit, zum Thema Rolle der Frau in der Gesellschaft? Also ich glaube, wenn man da mal ein bisschen abklopft, kann man sie ganz schnell entzaubern in vielen Punkten auch. Genauso im Übrigen wie andere Parteien mit ihren Parteiprogrammen auch.